Ja, hallo aus Quickborn, hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobby Company. Und wie schon angekündigt, habe ich heute dieses Produkt Medley blühender Kaktus. Und ja, ich hatte ja gefragt, was könnte man dazu machen? Okay, ich bin dann auf meine eigenen Ideen angewiesen gewesen. Ja, aber wenn man erstmal dabei ist, dann fällt einem auch ganz, ganz viel dazu ein. Also das Set besteht ja einmal aus dem Stempelset, dann passende Stanzformen dazu. Die Karte habe ich ja schon gezeigt, sie ist ganz und gar fertig. Also hier, das ist dieser Kaktus hier, dieser da hinten, hier das Teil, dieser längliche, ich weiß immer nicht, wie die heißen. Es sind Filzteile dabei, hier so Platten. Ich glaube, 4 von jeder Farbe. Das braucht man einfach nur so rausbrechen und dann hat man da die kleinen Accessoires, die man so braucht. Dann ist da ganz, ganz toll, ach ja, erstmal Band, also hier unser Leinenband und dann nochmal das, ja, so in der Art in Calypso, weil das ist eine Farbe, die dazugehört und ein super tolles Designerpapier in 6x6 Inch. Und ja, also richtig toll. Und ich hatte es schon gezeigt, dabei sind auch, ich nehme mal das hier, Bögen. Da kannst du die ganzen Kakteen und die Blüten hier schon ausstanzen mit den Stanzformen. Also wirklich, wirklich ein tolles Set. Ja, wie gesagt, ich habe die Karte hier schon gemacht. Ich habe mir hier schon ganz viel ausgestanzt und zurechtgeschnitten, denn ich will eine kleine Tischdeko machen oder ein kleines Goodie, je nachdem, wie du das nennen möchtest. Leg mal alles wieder hier zur Seite. Und ich habe heute Vormittag schon hier ein paar Teelichter verpackt, weil die heißen nämlich Midnight Cactus und passt natürlich zu diesem blühenden Kaktus super. Und da habe ich hier so eine kleine, super, super schnelle Verpackung gemacht. Die kennt ihr alle mit der Anhängerstanze. Und ja, einfach das Teelicht in die Mitte geklebt, ein kleiner Spruch drauf und zack, zack, fertig. Und ich finde, das sieht so cool aus hier mit den Kakteen davor und den Blüten dazu und von den Farben her. Da habe ich jetzt natürlich blau gewählt, weil das muss ja zu meinem Kaktus Teelicht passen. Ja, und jetzt zeige ich dir mal, was ich sonst noch so vorhabe. Du findest das Set im Mini-Katalog Frühjahr Sommer 2021 ab der Seite 8 und hier, da steht Kreieren drüber und ja, das ist dann hier das Set. Du hast schon viele Anregungen dazu. Du siehst auch hier, was alles enthalten ist. Die Farben sind Calypso, Farngrün, Heideblüte, Minz, Makrone, Waldmoos und Weiß. Also das sind so die Farben, die jetzt in dem Papier enthalten sind. Auch die Filzteile und das Band ist natürlich darauf abgestimmt. Also einfach nochmal gucken, Seite 8, 9 im Mini-Katalog. So, ich habe jetzt hier meinen Papierschneider und jetzt, ich will ja kleine Goodies machen und zwar möchte ich da ja diese kleinen Pralinen reinpacken. Ich habe sie schon mal abgeklebt, passt ja auch noch ganz gut so mit einem Rest. Da gibt es ja so verschiedene Geschmacksrichtungen, ob mit Kirsche oder mit dem Küsschen, also ja, jeder wie er das. So, und ich benötige ein Stück Farbkarton in 5,8, das habe ich schon zugeschnitten, mal 6,3. Und das faltet sich rundherum auf 1,5 cm. Ich finde es ganz gut, wenn das Teil noch so ein kleines bisschen rausguckt. So. Das ist gemacht. Wenn du eine größere Praline hast, musst du das Teil natürlich ein bisschen vergrößern. Ansonsten langt das vollkommen. Und jetzt schneidest du an zwei gegenüberliegenden Seiten die Falzlinien ein. Dann wird alles gut gefalzt. Und zu einer kleinen Box
zusammengeklebt. Das ist eigentlich schon alles. Ich habe ja gesagt, ich habe im Augenblick nicht ganz so viel Zeit und da brauche ich kleine Projekte, etwas, was schnell geht. So, da habe ich jetzt schon so ein paar zurechtgeschnitten und geklebt. Und wie gesagt, ich nehme jetzt mal das Teil und das passt jetzt hier super rein. Und ja, jetzt wird das Ganze nur noch verziert. Also ich kann jetzt einfach diesen Kaktus nehmen und den hier so gegenkleben. Und dann, weil ich immer finde, dass es von der anderen Seite auch gut aussehen muss, mache ich das natürlich auch auf der anderen Seite. Und jetzt suche ich mir hier, aber ich mache jetzt erstmal eine Seite fertig, verschiedene weitere Teile aus und dekoriere das Ganze jetzt so, dass du vorne wirklich so ein tolles kleines Teil hast, so ähnlich wie ich das auch hier bei meiner kleinen Kerze hier gemacht habe, bei meinem Teelicht. Ja, das mache ich jetzt mal und zeige dir dann, wie es fertig aussieht. So, zwei habe ich schon fertig und ja, ich finde, sie sind total knuffig und süß und bestimmt eine nette kleine Geschenkidee. Entweder, wie gesagt, als Tischdeko, habe ich so gedacht, oder eben man kann es auch einfach so weiter verschenken. So, ich zeige dir mal, wie ich das so zusammengeklebt habe. Also hier mein kleiner Kasten, der ist jetzt hier in Terrakotta. Dann habe ich Espresso genommen oder auch das Waldmoos. Und jetzt nehme ich einen dieser Kakteen, also diesen großen, und klebe ihn so von innen dagegen. Dann nehme ich mir die nächsten Teile und klebe sie mit Abstandspads dagegen, damit so ein bisschen, kannst hier vielleicht sehen, ne, damit das so ein bisschen dreidimensional wird, so ein bisschen, ja, als wenn sie wirklich so hintereinander sind. So, da kommt einer drauf und dann suche ich mir hier, ja, irgendwie habe ich alles auf der gleichen Seite. Das macht man wahrscheinlich so. So, und diesen dicken, fetten oder langen hier, so, den klebe ich jetzt auch nochmal dahinter. Der darf ein bisschen weiter rausgucken. So. Und damit es von der Seite nicht so, ja, so merkwürdig aussieht, habe ich mir jetzt in Farngrün nochmal ganz simpel so ein Teil ausgestanzt. Man könnte jetzt auch weiß nehmen. Und das klebe ich jetzt nochmal dahinter. Dann ist das so relativ sauber von der Seite. So, ich habe jetzt bei diesen hier das Ganze mit so einer kleinen Klammer zusammengehalten. Da drin sitzt meine Süßigkeit, meine Praline, und so ist das also alles ein bisschen versteckt und kompakt. Das finde ich so ganz niedlich. Ich lege das mal so hin, dann kann man es auch ganz gut erkennen. So, wenn du das jetzt nicht hast, ist eine Idee. Also hier habe ich erstmal schon mal ein Loch reingemacht. Kannst du auch einfach reinpieksen. Und ich nehme jetzt mal den Leinenfaden und ziehe mir den da schon durch, damit ich nachher nicht so fummeln muss. So, schneide mir da einfach jetzt mal so ein Stück ab. Genau. Und jetzt klebe ich dieses Teil in Farngrün, oder wenn du weiß nehmen willst, nimmst du weiß. Ich gebe nur auf den unteren Bereich den Kleber. Es ist ja nur, damit das ordentlich aussieht von der Seite. So, das klebe ich mir jetzt so dahinter. Aufpassen, dass alles gut versteckt ist, dass es also genau hintereinander sitzt. So. Und dann habe ich es halt nur im unteren Bereich angeklebt. So, und dann habe ich nochmal diesen Kaktus, der wird ja auf der anderen Seite angesetzt. Und da habe ich auch schon ein Loch reingegeben. Und den klebe ich da jetzt auch noch gegen. Von dieser Seite natürlich. So, ein bisschen warten, bis das Ganze getrocknet ist. Ganz kleinen Augenblick dauert es, auch wenn der Kleber immer sehr schnell abbindet. So, und jetzt kann ich einfach das Leinenband hier noch mal durchziehen.
und kann mir das jetzt hier so zusammenhalten, so dass ich da auch wieder so eine kleine kompakte Verpackung habe. Ja, dann wird das Ganze noch ein bisschen weiter dekoriert. Also ich habe hier zum Beispiel noch mal den Leinenfaden unten rumgebunden, finde ich ganz süß. Und hier, da habe ich so eine Filzblüte. Hier habe ich das aufgestempelt und ausgestanzt. Das ist aus den fertigen Bögen hier ausgestanzt. Also das, die Stanzformen passen alle dazu. Jetzt kommt noch ein kleiner Spruch da drauf. Ja, und fertig. Den Filz klebe ich hier mit unserem flüssigen Mehrzweckkleber. Das hält, wenn ich jetzt hier die Klebepunkte nehme, das hält nicht. Das geht wieder ab. Und die klebe ich natürlich mit den Klebepunkten. Und wenn die Schleife nicht richtig sitzt, auch so einen kleinen Klebepunkt darunter ein bisschen drunter schieben, sodass das nicht, dass man es nicht sieht und es nicht klebt. Ja, und fertig. Ich finde es eine obersüße kleine Verpackung. Ich habe zum Beispiel hier auch die Dose schon angefangen. Hier unsere Leckereidose oder unsere Leckereibox. Hier habe ich auch, das ist auch ein Stanzteil aus dem Set. Das habe ich einfach mal ja, so gestanzt und das Ganze in Minzmakrone hier in 3D-Optik, die Kaktusblüten drauf. Ja, finde ich auch total süß. Da kommt jetzt auch noch ein Spruch drauf. Ich bin auch dabei, hier unsere kleine Tasche hier noch zu arbeiten. Da hatte ich gedacht, da könnte auch hier so ein Kaktus, ich will aber eine andere Farbe nehmen als Tasche davor. Und ja, mal gucken, was mir noch dazu so einfällt. Das zeige ich dann nachher im Blogbeitrag. Ja, ich hoffe, dir gefällt hier meine kleine, aber feine Tischdeko oder kleiner Geschenk, so ein kleines Goodie. Und das war's aus Quickborn und ich sag Tschüss!